Kühlschrank fast leer, trotzdem Hunger? Die Lösung heute bei Nings Küchenquickie. In Deutschland macht man sich schnell ein Butterbrot, wenn man Hunger hat. In China macht man zum Beispiel das hier. Zwiebel-Rührei. Und das schmeckt so. Ein bisschen weich, ein bisschen fest, leicht süß und leicht herzhaft. Dafür brauchen wir nur folgende Zutaten. 4 Eier, 2 Zwiebeln, Salz und Pfeffer, Öl. Optional ein bisschen Paprika für die Farbe. Zuerst Eier aufschlagen. Ein bisschen Salz dazu geben. Dann Zwiebeln in Stücke schneiden. Und Paprika klein schneiden. Jetzt etwas Öl in die Pfanne. Wir machen zuerst Rührei. Rührei raus. Noch ein bisschen Öl in die Pfanne. Jetzt die Zwiebeln anbraten, bis sie gut duften. Persönlich mag ich sie ein bisschen geröstet. Dann geben wir Paprika dazu. Salz und Pfeffer nach Belieben. Und das Rührei wieder in die Pfanne. Leicht umrühren. Fertig. Zwiebel-Rührei. Ein Rezept, wenn man mal richtig faul ist. Als ich Kind war, hat meine Mutter Reis dazu gekocht. Oder noch eine Suppe. Zack, zack, war man satt. Tschüss. Möchtest du etwas dazu sagen? Bis nächstes Mal. Tschüss.